stehen und gleich raus den Brettern. Zack. Ja, hast mir den um 3 Uhr morgens nach Hause geschickt. Ich weiß nicht. Ich laufe trotzdem irgendwie immer, anstatt stur weiterzuarbeiten bis 3. Aber ist ja auch kein Zwang da, ne? Du musst ja nicht total Power geben in dem Spiel. So, das könnte geerntet werden. Es regnet Strömen. Ganz viel Zeug zum Abholen. Sehr gut. Das macht auch später alles Ack, hoffentlich. Du brauchst jetzt 4 Stahlhüllen. Aber du hast gerade Hartholzdielen gemacht. Die Hartholzdielen, genau, die waren für das andere, für das hier. Wenn wir nur 3 brauchen. Dann wechsel jetzt bitte wieder auf Stahlplatten. Sehr schön was. Alexa, stopp. Wie zum Geier hat die gerade angespielt schon gefühlt. Also, dass die Roboter irgendwann die Weltherrschaft an sich reißen, wird nicht so schnell passieren, wenn solche Fehler noch auftreten. Also Stahlplatten brauchen wir noch. Gut, die laufen jetzt. Dann bringen wir als nächstes mal die Aufgabe weg, damit wir uns eine neue holen können, weil Higgins langsam aufholt und das geht ja gar nicht. Ashlyn, vielen Dank für deine Hilfe. Vielen Dank. Datendisk und alte Teile. Jo. Ach, wegen dem Pferd, ja. Achso, es machen Gerüchte die Runde, dass das zwischen Albert und Sonja wohl doch ernster ist als nur so ein kleiner Schmatzer. Das heißt, wir werden da auch keine Dates oder ähnliches mehr versuchen. Trotzdem bringen wir sie noch auf Marks Ranking, einfach nur damit wir den ersten Char auf Marks Ranking haben. Wow! This is like my favorite thing in the whole wide world! You know me so well! Genau, das heißt, jetzt ist sie unser Best Friend Forever. Und diesmal auch wortwörtlich, weil es geht nicht wieder runter. Also bleibt sie jetzt auf ewig unser Best Friend Forever. Mal gucken, ob es noch irgendeinen Sonderperk gibt. Also am Geburtstag irgendwie ein extra großes Geschenk oder irgendwelche kleinen Special Events oder sowas in der Richtung. So, Wandlampe. Wer wollte die Wandlampe? Achso, jemand in der Porsche Times für die Wandlampe. Da. Hey! Große Hilfe. Jo, gern geschehen. Magst du noch vielleicht auch so eine Kürbistorte? Hey, that's pretty neat. Hello. Magst du vielleicht... Nein. Oh, wenn wir die ganzen Sachen selber herstellen. Also die scharfe Fischsuppe für Albert und... Hallo? Und die Schinkenfischgeschichte für Gast. Ja. Die müssen wir bald wieder angeln. Ugh. Nee, hier. Schinkenfischrolle. Looks like you spent some thought on... So, für Ginger haben wir da noch nichts. Für Russell... Den alten Roboter-Cheater. Da, Vorlieben. Räucherschinken und köstliche Rippchen. Hey. Den Räucherschinken haben wir gerade da nicht, aber hier Rippchen. Thank you for giving me a present. Na gut, 3 Punkte lohnt sich echt nicht. Also man sollte echt rausfinden, was die hohen Geschenke sind. Sonst kann man genauso gut auch einen Blumenstrauß oder so einen schlechten Blumenstrauß verschenken. Rein. Langstreckenbusse sind wir bei. 2 fortgeschrittene Textilmaschinen. Das kannst du sowas von knicken. 5 Kristallhalsketten. Aber mit dir brauchen wir eigentlich... Was passiert, wenn wir jetzt bei ihr noch Punkte bekommen? Ein Ghetto-Blaster. 6000 Gold und 360 Rufpunkte. Ich glaube, das mache ich. Zack. Was sagt unser Fortschritt? Ja.
Weil es ist ja nicht nur das Endjahresgeschenk, ne? Wir müssen ja auch jeden Monat darauf achten, dass wir am ersten Platz sind. Wegen den Bonusgeschenken. Und wir sind recht nah am Ende des Monats. Deswegen macht das schon Sinn. Warum war hier gerade noch... Achso, behalten, richtig. So. Hopp. Du solltest nicht leer laufen. Stell mal her... Holzkohle. Oh, über Holz. Oh, wir brauchen auch Hartholz, ne? So. Auffüllen. Auffüllen. Die Generatoren halten eine Weile, ne? Ja, die halten wirklich schön lange. Stahlplatten ist erst eine fertig. Das, ja. Können wir umsteigen auf die. Ups. So, beides zum Beispiel vorhanden ist. Und dann der Ghetto Blaster wird leider hier hergestellt. Das muss also warten. Eigentlich keine Lust auf Ernte. Ich zeig mal. Da. Können wir nicht, ja, ich müsste wahrscheinlich so lange, nicht Fotoalbum, Handbuch, ich müsste wahrscheinlich so lange in die Mine gehen, bis ich dann die richtigen Chips finde. Die sind hier gar nicht mit bei, ne? Nahrung, Ausrüstung, Fertigung, Schmelze, Stein, ne? Ne. Die ganzen Sammelsachen, so sind die ja auch nicht bei, ne? Nö. Ja, das heißt, ich weiß auch nicht, in welcher Mine jetzt welche Chips sind, ne? Das macht es schwierig. Haben wir zufällig einen dabei? Nein. Hier. Hier. So, erstmal alles einsortieren. Jo. Dann Maschinen und Zeug. Nein. Da, verlassene Ruinen. Da steht nicht bei, welche verlassene Ruinen. Also vielleicht in allen. Das wäre eine Möglichkeit. So, das kann man zu Geo rein. Ist voll. Ja, wir bauen bald die anderen Kisten. Wir haben gerade so ein Stahlproblem. Aber die Klamotten können wir wegstummen. Ja. Das Pupon ist Harz. Ist Holz zurück. So, Stoff und Holz. Dum, 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 dum. Zeug. Haben wir noch eine Deko-Kiste? Ja, Deko-Kiste. Tun wir in Deko-Kiste die Sachen rein. Und das auch erstmal, auch wenn es kein Deko ist, aber so gesehen ja schon. Als nicht gebraucht wird. Teppich kann auch da rein. Das klang gerade kein bisschen verbittert, ne? Nein! So. Ja, Restmaschinen. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal ein wenig Dinge verprügeln. Wir brauchen flexible Fasern. Ich weiß, wir kriegen flexible Fasern von den Frau-Marienkäfern. Also von denen kriegen wir nur Faserstoffe. Ist okay, aber nicht wirklich super praktisch. Aber...
relativ häufig spawnt dann hier auch diese Rare-Variante bei den allen Monstern. Genau hier, Frau Monster. Flexible Fasern 4. Und davon braucht man, also wir haben irgendwie 30 und wir brauchen 40 oder wir haben 20 und wir brauchen 30, irgendwas in dem Dreh. Das heißt noch so ein, zwei von den Frauen und dann haben wir die Ressourcen, die wir brauchen. Um auch noch die Rose zu holen. Damit wir dann den Dungeon weitermachen können. Also den Wüsten-Dungeon. Da hatten wir in die erste Etage mal reingeguckt und das war schon ziemlich happig. Ups. Haben wir die beiden Marienkäfer umgeknopft? Ja, wir brauchen Holz, sorry. Flexible Fasern. Also vielleicht haben ja allgemein immer die seltenen Varianten von den Gegnern Fasern. Hm, ich denke nicht. Ach, das hier alles. So. Ah, das ist ein Männlein. Wir brauchen keine Männer, wir brauchen nur Frauen. Hm. Oh, hi. Baumwolle. Flexible Vase plus 4, ja. Und eine goldverzierte Haarklammer. Ist jetzt nicht so Ash-Ding, hm? Was? Das sieht putzig aus. Ich bin normalerweise nicht so ein Fan von diesen Kawaii-Katzenöhrchen und all sowas, aber das hat irgendwie was. Also entweder wie ein Lorbeerkranz, was ja schon mal cool wäre, weil Imperator und so. Oder kleine Teufelshörner, was ja auch passen würde. Och, komm schon. Gibt noch ein davon. Wie viele haben wir? Wir haben 8. Genau, wir bräuchten noch einen Gegner. Gehen wir zu einer Gruppe hier hinten auch noch. So. Die lasse ich mal spawnen. War ja noch ein Trupp. Oh, hi. Die haben wir noch gar keinen Kürbiskuchen gegeben heute. Da. This smells too good to... So, und euren Lieblingsbaum rumhacken. Um ihn in den Fabriken verbrennen zu können, um noch mehr Smog herzustellen. Ich glaube, die Kirche hat doch so ein bisschen recht in diesem Spiel. So, flexible Phase plus 4. Weg. Ab nach Haut. Ah, die fliegenden Schweine. Jetzt sehe ich es erst. Also wenn man von vorne auf das Ding rauf sieht, diese Stupsnase hier vorne und die Ohren und so, das ist ein Schwein. Deswegen fliegende Schweine. Ich dachte, das wäre so ein Spruch gewesen wie, ihr werdet es bloß zu einer Ziviltruppe schaffen, wenn Schweine fliegen können. Und dann haben sie es zur Ziviltruppe geschafft, also das aufzustellen, das ganze System, dann haben sie sich deswegen so genannt. Aber nein, es ist einfach nur ein fliegende Schwein. Gut. Ja, Fasern sind nicht hier, Fasern sind bei... Stoff und Holz. So, 33. Das sollte es gewesen sein.
Oh, wir hätten auch gleich wahrscheinlich noch Stahlplatten. Guti, guti. Ja, da sind die beiden. Hier. Hallo. Da. How thoughtful of you. Ja. Hm. Oh. Oh, hello. Du siehst ein bisschen bedrückt aus. No. Well, lately my flower shop just isn't doing well enough to support Jack and I. Not enough customers seem interested in stopping by, even for a gander. Perhaps my shop is lacking appeal. I've been planning a makeover for my flower shop, but with my duties here and everything else that's going on, I just haven't found the time to do so. Apologies in advance, and this may be asking a lot from you, but would you be willing to lend me a hand? Na, really? That's wonderful. Thank you. Seit Final Fantasy 7 sind Blumenmädchen so eine Schwäche. Schnief. The first bit of improvement I wish to make is to craft a new shop sign. A nice colorful sign will hopefully attract more customers. Could you craft me a flower shop sign? I have the crafting recipe right here. Bring it to me and we'll paint the sign together. Das klingt super. Aber erst einmal müssen wir uns besser anziehen. Nee, das eigentlich nicht. Hier. 88% passt ja auch. Dann dahin, dahin. Und die Jogginghose. Zack. Ein Ticken zu casual für meinen Geschmack. Aber ist okay. Oh, wir haben keine Amulette mehr für sie. Magst du denn vielleicht, also wenn du das Juwelenamulett mochtest, magst du denn vielleicht auch das da? Nein. Das hat man, glaube ich, auch schon getestet bei ihr. Erstmal die Stahldinger da herstellen. Weil der Bus halt, ne? 5. nächsten Monat fertig sein muss. Fertigen. Okay, einer fehlt. Das ist schon mal unpraktisch. Dann das Schild für sie. Ist anscheinend auch ein Großprojekt. Oder hast du mir das in die Hand gedrückt als Bauplan? Blumenladen. Zinnlegierung, wasserdichter Stoff, Pigmente. Ja, jetzt geht das. Zing. Wieder zurück. Arlo always wants to spar with me. Schon verstanden. Ich hab schon verstanden. Alle Leute, die mich auch nur ansatzweise interessieren, mögen mich nicht. Aber weg. Die Richtung. Ist reingegangen? Ja. All done? Let's design the sign together. Nicht, dass Ash wirklich sowas gut hinbekommt, aber sie ist ja auch dabei. Ja, okay, es sind ein paar Blumen angehängt worden. Lovely. I think this new sign is a big step up for the shop, don't you think? Flower Shop. Flower. Ja, Shop. Ja, sieht okay aus. Und vor allem ist es ein Regenschutz, ein besserer und überhaupt. Aber da sollte noch irgendwas dran stehen. Naja, ein Auftrag mehr erledigt. Gehen wir jetzt nach Hause. Hoffen, dass noch eine Platte fertig ist. Sonst gehen wir einfach schlafen und morgen ist dann durch. Reicht das? Ja, hier damit. Stahlhüllen. 4 Stück.
Langstreckenbus bauen, Langstreckenbus. Und wo soll er hin? Langstreckenbus. Ja, wo soll er hin? Gehen wir mal zu dem Fragezeichen da hinten. Müsste auch wieder Albert gewesen sein, oder? This looks very nice, as expected of you. The mayor will be probably very happy to see this. 8000 Gold. Sehr schön. Raus. Dann haben wir jetzt Platz auf der Plane da für einen Ghetto Blaster. Da können wir auch mal unsere Kassetten ausprobieren. Also ob die wirklich auch abgespielt werden, wenn man sie irgendwie reintut oder so. Aber davon haben wir jetzt schon mehrere gefunden. Kassettenkiste, Lederhorn, Kupferschule, ja, ist alles kein Problem. Kupferschule, zwei Stück. Kassettenkiste, eine. Lederhorn ist ein Problem, aber wenn ich noch blaues Leder haben. Dafür müssten diese Bläulinge verprügelt werden. Kassettenkiste. Bronzeplatten haben wir bestimmt auch auf Lager. Lass mal alles wegsortieren. So, ja. Metallsachen. Nee, haben wir nicht. Also müssen wir mal Bronzeplatten herstellen. Du wechselst mal auf Bronzeplatten. Yep. Kupfererz brauchen wir auch bald. Dafür brauchen wir Kupferdraht. Das wird nicht hier hergestellt? Wo wird Kupferdraht hergestellt? Ist doch da. Aber wieder aus Kupfererz. Ja, das finde ich komisch, dass die Sachen teilweise aus den Erzen wieder hergestellt werden und nicht aus fertigen Barren oder nicht beides verwenden können. Na gut, hat Eschlein was zu tun. 22 Uhr. Das heißt, sie huscht jetzt nochmal in die Mine. Prügelt da ein bisschen auf Stein ein, beziehungsweise auf Kupfer, um genug Kupfererz zu haben. Sowohl um Barren herzustellen, als auch für den Draht und ähnliches. Das heißt, ich verabschiede mich hier schon mal. Und ich denke, wir werden morgen oder so vorm Schlafen gehen, aber auch nochmal Ash irgendwo arbeiten lassen müssen. Nämlich an den Bläulingen, dass wir den Stoff da zusammenbekommen. Also ja, man kann es auch von der Ziviltruppe anheuern lassen, aber es dauert ja mehrere Tage und das wäre zu unpraktisch. Vielleicht sollten wir es trotzdem machen. Also sowohl sie da ein bisschen jagen gehen lassen, als auch bei der Ziviltruppe eine größere Menge anfordern, dass wir da einen Vorrat von haben. Jetzt, wo wir wissen, dass man es auch noch braucht. Aber gut, dann wünsche ich euch schon mal eine gute Nacht und bis morgen.